kasa ni ojek sablet ni. Kasa ni si ojek sablet ni. Nanti mungkin kita lihat ya. Kalau dia perlu nanti dari atas turun. Ya, geopark ya. Geopark Rinjani. Dari atas itu turunnya 20 PP 35. Ya bisa. Halo. Patang tamu dulu nih. Ah ya. Discos, ja. Kinos, ja, alles, ja. Wo wir das erste Mal in Bali waren, hieß das noch Galeria. Ah ja. Der Riesen-Shopping Center. Galeria ist im Süden, ja. Genau, ja, in Nusa Dua. Aber das heißt jetzt auch anders. Jetzt heißt es Galeria immer noch. Nee. Ah ja, vielleicht. Das hat jetzt anderen Namen. Natürlich noch viel größer geworden. Das finde ich schon schön, ja. Nee. Das war damals mit den kleinen Geschäften viel schöner. Jetzt nur noch riesengroße Geschäfte, irgendwelche Marken. Kaufe ich nicht, weil man muss da nicht hier Hugo Boss drauf sehen, das ist mir egal. Ja. So, gehen wir langsam weiter, oder? Langsam weiter, ja. Kita sekarang di hotel di hutan benang Stokkel ya. Sylvia sama Volker sedang jalan di sana, jadi mereka tetap bersemangat untuk melihat air terjun di kawasan hutan lindung kaki Gunung Rinjani ya. Meskipun kalau kita lihat yang laki kayaknya berat ya, tapi
saya sudah cerita kalau jalan ke air waterfall yang kedua itu agak berat ya, karena banyak turun naik turun tangga gitu. Tapi nanti saya sudah janjikan kita mau naik ojek ya. Mereka senang ketemu monyet ya. Ini monyetnya. Langsam, Volker. Ja. Manchmal ist es ein bisschen rutschig. Ja. Ja. Wenn das ein bisschen nass ist. Ja. Das wäre dann ein Problem. Sind die Benang Stockel heißt es. Die Benang Stockel Wasserfall. Sind das Ziegen? Grill. Das sind Grillen, ne? Ja. Okay. Zikaden, ja. So klein, ja, so klein, ja, aber ja, laut, ja. Die Kleinen sind immer laut auch. Ja. Ya, ini tangganya itu lumayan tinggi ya, terjal. Jadi kita harus jalannya pelan aja kalau nggak mau ngos-ngosan. Ini ada air terjun pertama. Ya, manchmal springen Leute hier rein, ya. Ja. So, es ist tief genug eigentlich, sie springen von da aus und runter, ya. Ja. Aber ich kann das nicht auf vertrauen, ya. Ja. Also ich shut down.
shut down. Und die laufen immer, auch wenn Trockenzeit ist. Bei Regenzeit, wenn es regnet oben, ist natürlich mehr Wasser. Ja, stopp. Da gab es oft Überschwemmung bei uns. Steiner, manchmal durch die Überschwemmung bewegt sich dann, belegt sich dann woanders. Ach so. Ja. Genau, so Kraft, ja, so viel Kraft hat es dann. Ja. Das sieht man ja in dem anderen Wasserfall im Norden. Ja. Jetzt sieht es anders aus. Damals waren Steine da, aber die Steine waren jetzt alle weg. Ja. Durch starke Strömung. Ja. 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 Wollen Sie hier baden oder nein? Jetzt nicht mehr. Nein. Ja. Okay. Ja. Sie wollen Sie bei den anderen? Anderen? Mal sehen. Ja. 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 Ich habe Wasser. Ja. Da oben. Ja. Das. Noch mal mehr? Nee, ich hab's ja. Ich habe bei mir ständig hier griffbereit. Ja. Die sind immer so voll. Ah ja. Hoffentlich bleibt das noch lange so erhalten. Ja, ich glaube schon. Ja, wenn unter Naturschutzgebiet liegt, steht, ja, dann wird es auch geschützt. Manchmal aber, wenn die Politiker anders sagen. Weißt, Geld, Natur egal. Ja. Das habe ich dann damals auf Bali genau am Anfang, ja, genau, gesehen. Ja. Ja. Da stand Schilder. Auf der Hauptstraße, da waren lauter Mangrove da. Ja. Stand überhaupt, das ist grüner Gebiet. Ja. Ja. Darf überhaupt nichts bebaut werden. Ja. Ja. Damals, ja, am Anfang. Ja. Aber 5 Jahre später sind jetzt Shoppingcenter da. Ja.